Hexenkessel. Gänsehaut-Feeling pur. Ein ganz besonderes Gefühl, wenn man reinkommt. Es war echt unglaublich. Atemberaubend. Emotional. Einzigartig. Absolutes Gänsehaut-Feeling. Und immer irgendwie dramatisch. Vor so vielen Zuschauern zu spielen, das werden, ja, ich sag mal, das werden die wenigsten in ihrer aktiven Zeit dann noch erleben können. Gegen Fabian Ernst oder Gerald Asamoah zu spielen, das sind Sachen, die man erlebt, die man auch später immer wieder mal erzählt. Ja, wir haben gegen Manchester United Gott sei Dank in den letzten Sekunden noch getroffen. Das war echt ein cooles Gefühl. Gegen Schalke 04, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach zu spielen, das, ja, war für alle damals ein einzigartiges Erlebnis. Ja, und da spürt man dann natürlich auch schon so eine gewisse Anspannung, so ein gewisses Kribbeln und man will loslegen aufs Parkett und einfach Fußball spielen vor so vielen Leuten, weil das hast du ja nicht alle Tage, ne? Gerd Müller hat nach meinem Tor sofort seine ersten 4 vom Feld geholt und hat 4 neue draufgeschickt, die uns dann Bayern geschenkt hat. Ja, also vor den Zuschauern, gerade dann regionale Kulisse mit Göttinger Hintergrund und mit mir dann damals auch noch als gebürtiger Göttinger, absolute Gänsehaut und sicherlich einmalige Erlebnisse für jedes Kind, jeden Jugendlichen, der die Chance hat, bei diesem Turnier mitzuspielen. Also allein wenn in der letzten Minute die Musik angeht, ich glaube, dann ist immer Hochspannung, dann passiert noch so viel in dieser einen Minute. Das habe ich eigentlich immer sehr gemocht. Wenn man die Lokhalle betritt, ist das absolutes Gänsehaut-Feeling. Hier ist die Lokhalle in Göttingen. Hier ist der internationale Rewe Junior Cup.